Hallo, heute sprechen wir über die Industriemeister-Basisqualifikationsprüfung NTG 2006, dem Frühjahr, und besprechen wollen wir die Aufgabe Nummer 5. Zunächst möchte ich mich allerdings dafür bedanken, dass so viele Teilnehmer bei Facebook und auch bei YouTube meinen Kanal verfolgen und sich auch aktiv daran beteiligen. Für mich ist das ein toller Erfolg, dass wir jetzt 3000 Facebook-User zumindest bei NTG haben und knapp 4000 bei YouTube. Das finde ich super, auch wenn es viel Arbeit macht. Es ist ja für eine gute Sache, denn das sind ja Elemente, auf denen wir uns gemeinsam miteinander verständigen können. Nun aber zurück zu der eigentlichen Aufgabe. Und bei der Aufgabe A geht es um einen Zugbolzen, der belastet wird, ein Anzugsbolzen. Und wenn man sich das Ganze mal so vorstellt, dann sieht so ein Bolzen ja im Prinzip immer erstmal so aus, dass er irgendwann einem Bauteil anliegt. Wenn man so ein bisschen einfach mal die Skizzen sich so überlegt, wie es funktioniert, wir malen uns einfach mal so eine Mutter gefühlt da oben hin, damit das auch so ein bisschen illustriert ist. Und auch als Industriemeister muss man in der Lage sein, so ein paar kleine Sachverhalte sich vielleicht mal klar zu machen. Naja, irgendwo haben wir dann eine Bohrung von mir aus. Am Ende des Tages jedenfalls geht hier zumindest mal dann der eigentliche Gewindeschaft durch. Und dieser Gewindeschaft, den zeichne ich jetzt hier gerade hin. Und klar, der hört dann irgendwie auf. Was auch immer da unten jetzt letztlich tatsächlich genau passiert, ist in der Aufgabe ja nicht beschrieben. Aber unser Gewinde hat natürlich auch immer irgendwo einen Grund hier. Den malen wir dünn dorthin. Und damit man das so ein bisschen illustriert bekommt, haben wir hier die entsprechende Durchgangsbohrung. Naja, und wenn man es dann hier vielleicht sich einfach noch mal ein bisschen vorstellen will, kommt hier die eigentliche Schraffur dazu. Und das Üben von Erstellen von Skizzen sind für Industriemeister natürlich ein bisschen Handwerkszeug auch, damit man eigentlich weiß, wie man sich auch mit den Kollegen untereinander so austauschen kann. In der Aufgabe selber ist jetzt festgelegt, dass hier an der Schraube irgendwie, keine Ahnung wie, eine Kraft von, muss ich mal gucken, 15 Kilonewton angreifen. Kilonewton angreifen. Und darüber hinaus ist in der Aufgabenstellung die Gewindegröße hier mit angegeben, die ich jetzt einfach mal hier so mit ranzeichnen möchte. Das war ein M16 mal 60 steht da dran. Und da hier jetzt keine Gewindesteigung angegeben ist, wissen wir sofort, dass sich das dabei um ein Regelgewinde handelt, also eine normgerechte Steigung, die jetzt speziell für dieses metrische Gewinde vorgesehen ist. Darüber hinaus ist hier eine sogenannte Festigkeitskennzahl mit angegeben und mehr ist in der Aufgabenstellung selbst nicht gegeben. Wir müssen allerdings daran erinnern, dass vor 2010 das Tabellenbuch vom Europa Verlag zugelassen gewesen ist, sodass hier aus dem Tabellenbuch selbst noch Erkenntnisse gewonnen werden konnten, die wir jetzt so mit unserer eigentlichen heutigen Formelsammlung der IHK nicht verwenden können. Darum werden wir es ein bisschen einfacher machen. Die Aufgabe kann man tatsächlich trotz alledem so stellen, auch wenn man sie natürlich exakt jetzt nicht berechnen kann. Also, worum geht's? Aufgabe A: Berechne die Zugfestigkeit, die infolge der Belastung in der Schraube entsteht. Also gesucht ist die Zugfestigkeit Sigma und diese berechnet sich letztlich immer aus Kraft pro Querschnittsfläche. Klappt alles noch nicht so genau heute Morgen. Müssen wir mal sehen, dass wir das noch ein bisschen besser hinkriegen. Nun ja, aber so ist es eben. In Formelzeichen heißt das F geteilt durch S für die Querschnittsfläche. Und wir sehen schon bei einem Gewinde, dass tatsächlich irgendwie, kann man sich ja hier vielleicht auch vielleicht an diesem Bolzen noch ein bisschen verdeutlichen. Bei einem Gewinde ist das hier natürlich der Außendurchmesser und das ist der Kerndurchmesser. Wenn man es aber dann im Prinzip quer aufschneidet, entsteht technisch gesprochen ein
Schnitt, der nicht exakt dem Durchmesser auch entsprechen könnte. Darum heißt dieser Querschnitt eigentlich Spannungsquerschnitt. Und dieser Spannungsquerschnitt, früher hat man dazu AS gesagt, um das ein bisschen A für Querschnittsfläche und so weiter, aber der heißt heute im Tabellenbuch nur S. Und da er jetzt natürlich ein wesentliches Element ist zur Berechnung, muss ich eben noch mal ganz kurz schauen, was im Tabellenbuch selbst drin steht. Jetzt muss ich erstmal überlegen. M wie Maschinenelemente, dann kommen hier die Gewindearten und wenn ich mich jetzt nicht täusche, dann habe ich es doch hier gleich am Anfang auch zu stehen. Hier vorne stehen jetzt die Nennmaße und Regelgewinde und so weiter. Und für einen M16 kann ich erkennen, aha, Steigung 2. Und wenn ich jetzt hier einfach kurzhand mal so durchschaue, bei mir reflektiert es jetzt gerade ein kleines bisschen, dann sehe ich hier oben den Spannungsquerschnitt, der im Prinzip so eine Art elliptisches Profil darstellt. Und der beträgt hier tatsächlich 100, und das schreibe ich mal hier raus, 157 mm². Nicht exakt rund und wir dürften auch nicht mit dem Außendurchmesser rechnen, um den Querschnitt zu bestimmen, denn der Außendurchmesser ist ja größer als eigentlich der Kerndurchmesser. Also wir hätten mit dem Kerndurchmesser rechnen können, weil der der ungünstigste Querschnitt einer Schraube wäre, aber auch den hätte ich dann hier irgendwie nachgucken müssen. Und im Prinzip erkennen wir sofort schon, diese Aufgabe so würde heute jedenfalls ohne Hilfe des Tabellenbuchs nicht zu lösen sein, also auch nicht mehr so in der Prüfung gestellt werden. Gut, wenn wir das dann also wissen, glaube ich mal, ist das doch verhältnismäßig überschaubar. Schreiben wir kurz Sigma Z hin. Wir wissen, 15.000 Newton sind es, denn über Kilonewton wollen wir nicht so gerne rechnen. Und dann 157 mm² hingeschrieben. Also dafür hat es damals Punkte gegeben und ich glaube, wir würden uns heute freuen, wenn wir mit solchen einfachen Aufgaben tatsächlich dann entsprechend hier punkten können. Geteilt durch 157 gleich würden wir also eine Zahl herausbekommen von 95,5 Newton pro Millimeterquadrat. 8 Punkte. Ich sage mal Respekt, schnell verdientes Geld. Ja, die Zeiten scheinen ja wohl endgültig vorbei. Gut, weiter geht's. B wäre dann die Frage danach gewesen, berechnen Sie die zulässige Spannung im Anzugsbolzen bei vierfacher Sicherheit bezogen auf die Streckgrenze. Also ich schreibe mal kurz raus, gegeben ist einmal die Sicherheit. Und der Sicherheitskennwert, der ist auch heute noch immer μ oder ν heißt das ganz genau, nicht μ, μ ist der Reibungswert, ν, vierfach. Und der bezieht sich auf die Streckgrenze. Die Streckgrenze ist immer RE. Und die ist uns letztlich irgendwo nur verklausuliert, hier in der sogenannten Festigkeitskennzahl versteckt integriert. Auch das lässt sich mit dem Tabellenbuch wieder herausarbeiten, aber auch als Industriemeister Metall darf man das ruhig wissen. Die erste Zahl steht immer für die Zugfestigkeit und die Zugfestigkeit heißt RM und die beträgt 8 mal 100, also 800 Newton pro Millimeterquadrat. Die zweite Zahl kennzeichnet das Streckgrenzenverhältnis, für mich eine Art Wirkungsgrad, 0,8, das heißt also 80% von diesem Zahlenwert, so habe ich es mir jedenfalls mal gemerkt und ich denke, das klappt auch immer noch ganz gut. Das wären dann also 800, nur einmal so für uns hier jetzt mitgeschrieben, Millimeterquadrat mal 0,8, ist fast zu langweilig, es zu schreiben, sind dann 640 Newton pro Millimeterquadrat. So sieht's aus. Und nun muss ich die Frage nochmal versuchen zu verstehen, denn hier wird davon gesprochen, dass eine zusätzliche Spannung im Anzugsbolzen bei vierfacher Sicherheit bezogen auf die Streckgrenze auftreten soll
Und das muss man sich jetzt erstmal versuchen zu überlegen, was genau er eigentlich oder sie damit meinen. Denn die Kraft selber hier war nach wie vor vorhanden. Und die zusätzlichen Spannungen kann ich jetzt zunächst mal überhaupt nicht erkennen. So dass ich die Frage auch damals schon nicht richtig verstehen kann, was denn bitte schön hier jetzt das eigentliche Fragekonstrukt sein soll. Gegeben sind diese beiden Kennwerte. Das Einzige, was ich tatsächlich dann machen könnte, und da ist es wieder so, die Fragen der IHK muss man einfach manchmal erstmal richtig sortieren und richtig stellen, denn solche falschen Fragestellungen sind dann eigentlich im Prinzip immer für mich gefühlt ein Desaster, sondern gemeint ist nicht die zusätzliche Spannung wie in der Prüfung geschrieben, sondern die Frage wäre, wie groß darf die Belastung sein, wenn vierfache Sicherheit in dem Bolzen gefordert werden und eine Streckgrenze von 640 Newton pro Millimeter Quadrat vorliegen. Das heißt, auch hier kann man wirklich sofort sagen, eine falsche Fragestellung, was den Lernenden natürlich nicht nur verwirrt, sondern ich sag mal mindestens irgendwie doch zeitlich erstmal ausbremst und immer denkt man zunächst, man hat selber Schuld, aber hier ist es tatsächlich so, dass die IHK sich wieder von ihrer besten Seite zeigt und ihre Unfähigkeit in der Formulierung zum Ausdruck gebracht hat. Im Übrigen, dieser Linie ist sie bis heute hin treu geblieben, an manchen Stellen. Aber nun haben wir die Fragestellung korrigiert. Gesucht ist eigentlich im Prinzip die Kraft, das F, und dann nehme ich mir mal eine andere Farbe. Nein, wir bleiben ruhig bei Blau. Also gefragt ist also F zulässig, wenn man so will, unter den entsprechenden gegebenen Größen. Aber auch nur, weil wir jetzt erkannt haben, was da Sache ist. Wir erkennen sofort aus dieser Formel hier oben, dass die Kraft immer berechnet wird, wenn wir das S auf die andere Seite bringen, also aus Sigma mal S. Nun muss man allerdings ehrlicherweise sagen, denn wenn hier ein zulässig steht, muss hier natürlich auch ein zulässig stehen. Und aus diesen beiden Kennwerten machen wir uns natürlich sofort ein Sigma zulässig. Und das ist dann letztlich nichts anderes als RE geteilt durch den Sicherheitsfaktor, in unserem Fall 640 Newton pro Millimeter Quadrat, geteilt durch eben vierfach. Das heißt also, bis zu dieser Grenze hin darf das Material belastet werden. Wir rechnen es kurz aus. 640 geteilt durch 4 gleich 160 Newton pro Millimeter Quadrat, und wir sehen schon, die zulässige Beanspruchungsgrenze liegt über der, die wir hier schon haben, so dass eigentlich tatsächlich hier eine größere Last zu erwarten ist. Wir können direkt einsetzen: 160 Newton pro Millimeter Quadrat mal die Querschnittsfläche hat sich ja nicht verändert, der Spannungsquerschnitt ist ja gleich geblieben, also Millimeter Quadrat. Wir sehen auch brav immer dran denken, die Einheiten gehen hier schön dahin. Mal 157, nur nicht vertippen jetzt, sind also 25.120 Newton. Und naja, das gab dann für diesen Fakt auch wieder 8 Punkte, also für A 8 Punkte. Naja, das war wirklich nicht besonders schwierig. Für B, naja, wenn man verstanden hat, was sie wollen, wieder 8 Punkte. Also alles in allem eine doch brauchbare Aufgabe, die so aufgrund der gestellten und Vorgabegrößen, wie besprochen, eben so nicht wieder vorkommen könnte. Jo, ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht und hat die falsche Fragestellung hier ein bisschen erklärt. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.